So, da bin ich. Hallo, hallo. Schaue ich gerade noch hier. Irgendwie ist es am einfachsten, wenn ich eure Kommentare auf dem Handy anschaue. Hi, ihr Lieben. Ja, ich kann es mir nicht nehmen lassen, heute euch noch einen kleinen Vortrag über die Veränderung unseres ganzen Lebens zu machen. So, genau, jetzt sehe ich eure Kommentare. Ich sehe, dass die Susanne da ist. Hallo, Susanne. Hallo, hallo. Ja, du, hallo, Ute. Ja, ihr seid alle, die, ihr seid hier schon da. Und obwohl ihr schon wisst, hi, Sabine. Die schon genau wissen, wie es geht, hören mir immer wieder zu. Und warum ist es so? Weil es so wichtig ist, dass es immer wieder Klick macht, dass die gleiche Sache, dass der gleiche Inhalt irgendwann mal auf eine Art und Weise landet, dass ich nur noch die Augen aufreiße und sage, ja, klar, jetzt. Jetzt ist der Groschen gefallen. Jetzt hat es Klick gemacht. Und das sehe ich jeden Tag, wenn es dann wieder Klick macht beim Austausch in der Telegram-Gruppe. Und ja, vor allem dieser Vortrag hier soll für die sein, auch in erster Linie, die vielleicht noch nicht genau verstehen, warum die Patricia jetzt hier unbedingt über Business reden will und warum das mir so wichtig ist. Weil Business ist die Einstiegstür. Wenn ich bereit bin zu sagen, ich mache mein Business, ich mache meine Angelegenheit so wichtig, dass ich voll und ganz dahinter stehe. Ich bin bereit zu erkennen und einzusehen, dass mein Dasein hier auf dieser Welt als spirituelles, sprich energetisches Wesen einem Zweck dient. Und zwar einem Zweck, dass ich hier etwas verkörpere, dass ich hier jemand bin, der sich in erster Linie richtig gut fühlt in seiner Haut, in seinem Leben und in zweiter Linie eine Inspiration für andere ist. Und ob wir es wollen oder nicht, wir sind Inspiration gegenseitig. Wir inspirieren uns gegenseitig. Außer wir ziehen uns komplett zurück, machen hier einen auf Emerit und schauen uns gar nicht mehr im Außen um. Aber das Außen ist so spannend, das Außen ist so schön, obwohl ich ja auch die ganze Zeit immer sage, das Außen darf nicht deine Bedingungen liefern, das Außen darf nicht dein Grund sein, aber das Außen ist deine Inspiration und es ist deine Information. Und wir spiegeln uns in anderen Menschen. Nicht andere Menschen ist unser Spiegel, sondern hör mir gut zu, wir spiegeln uns in anderen Menschen. Ich spiegle mich in anderen Menschen. Und das ist so was anderes, als wie wenn ich sage, jemand hält mir den Spiegel vor. Wenn ich weiß, ich spiegle mich in anderen Menschen, das ist eine Reflexion meiner selbst. Und dann kann ich entscheiden, ob ich diese Reflexion meiner selbst mag und so behalten möchte oder ob ich sie verändern will. Und was gibt es nicht für einen geileren Grund, jetzt hinauszugehen und zu sagen, ich mache mein Business, ich mache meine eigene Angelegenheit, ich verstecke mich nicht mehr, ich verstecke mich nicht mehr hinter scheinbar anderen Menschen, anderen Aufgaben in irgendeinem Büro, sondern ich diene als ich selbst. In meiner höchsten und besten Version diene ich mir und all meinen Reflexionen, all meinen Push-outs. Ich bin hier, ich bin da, ich bin ready. Ich bin ready, jemand zu sein. Ich bin ready für dieses Leben.
Ich bin ein Ausdruck meiner selbst. Ich bin ein Ausdruck einer Version meiner selbst, meiner göttlichen Version meiner selbst hier auf Erden. Dafür bin ich jetzt bereit. Und ein eigenes Business verlangt von dir, dass du das tust. Ein eigenes Business verlangt von dir, dass du dich in eine Version von dir hineinbegibst, die du gerne zeigst, mit der du gerne durchs Leben gehst. Das ist wie ein Kleid, das du stolz trägst. Dein Seinszustand ist dein Ausdruck. Es ist wie ein Kleid, es ist wie etwas, was du stolz präsentierst. Und in dem Moment, wo du entscheidest, dass du das machen möchtest, kommst du nicht mehr davon. Mit deinen kleinen Geschichten, mit deinen Ängsten, mit deiner Zurückhaltung, mit deinen Befürchtungen. Sondern da musst du eine Frau sein, die wichtig ist. Eine Frau sein, die was zu sagen hat. Eine Frau sein, die was zu kreieren hat, die etwas kreiert, die hier bereit ist, in diese volle Verantwortung reinzugehen und zu sagen, ich kreiere. Alles, was da draußen ist, mein komplettes Leben, jeder Mensch, und das ist das schwierigste Problem, das wir haben mit anderen Menschen, jeder andere Mensch ist mein Pushed-Out. Wie kann ich damit dealen? Und damit muss ich dealen lernen, sonst werde ich niemals glücklich, wenn ich nicht weiß, wie ich andere Menschen zu dem mache, zu dem, wie sie in meiner Realität auftreten. Und dazu brauche ich einen großen Wunsch, dass ich dazu bereit bin. Und dazu muss ich glauben können, dass meine Vision, meine schönste und höchste Vision von mir und meiner Zukunft und meinem Leben durch mich kreiert werden kann. Und so viele von euch wissen das. So viele von euch haben sich schon Jahre über Jahre mit Manifestation auseinandergesetzt, haben gelesen, haben versucht zu verstehen und verstehen zum größten Teil auch noch. Aber umsetzen tun es die wenigsten. Und ich möchte dazu aufrufen, dich zu inspirieren und zu sagen, setze jetzt um. Setze dir dieses große, große Ziel, dass du ein Mensch bist, der ein Business hat und dafür bezahlt wird, für seine Angelegenheiten bezahlt wird, für das, was dir wichtig ist, dass du das vertrittst hier in diesem Leben, dass du dir erlaubst, dass diese Sache, diese Angelegenheit, das, was dir wichtig ist, so wertvoll ist, dass du finanziell dafür in höchstem Maß entschädigt wirst. Ich möchte dich inspirieren, diese Entscheidung zu treffen, weil diese Entscheidung verändert dein ganzes Leben. Du kannst nicht langfristig, nachhaltig erfolgreich sein, wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens noch nicht gut genug bist. Wenn irgendeine Ansicht, die du über dich und andere oder andere hast oder übers Leben, immer wieder in dein Unterbewusstsein reinfährt, deine unterbewusste Programmierung rausholt, dass du doch nicht gut genug bist, dass du doch nicht frei genug bist, dass du doch nicht geliebt genug bist, dass du doch nicht wert genug bist. Egal wo diese Überzeugung verankert ist, spielt sie dir in alle Geschichten, in alle Bereiche deines Lebens rein. Es versaut dir deine Beziehungen zu Freunden, zu Bekannten, zu Familie und zu Kunden. Und das zeigt dir dein Business auf, wo
du noch nicht gut genug bist, um das zu bekommen, was du möchtest, wo du glaubst, dass du noch nicht gut genug bist, um ein außergewöhnlich tolles Leben zu leben, um außergewöhnlich großartig behandelt zu werden, um all die Dinge, die du dir wünschst, zu bekommen. Das ist immer wieder auf eine Programmierung in deinem Inneren zurückzuführen, die dich glauben lässt, dass du nicht gut genug bist, dass irgendwie das Leben nicht für dich spielt. Und das zeigt sich, wenn du diese große Entscheidung triffst, hier ein großartiges Business auf die Welt zu setzen, das sich um dich dreht und du der Welt erlaubst, dass sie sich um dich dreht, dass sich die ganze Welt um dich drehen darf, dass die ganze Welt auf dich aufmerksam werden darf, dass die ganze Welt dich als ihr pushed out sehen darf. Und solange dir das unangenehm ist, wird es dir unangenehm sein in einer Liebesbeziehung? Wird es dir unangenehm sein in Beziehungen zu Mitarbeitern oder zu Chefs? Wird es dir unangenehm sein, egal in welcher zwischenmenschlichen Beziehung? Und nur dann, wenn du lernst, wie gut du bist, wie richtig du bist. Ich habe gestern gesagt, wenn du lernst, in deinem Sweet Spot zu leben, egal wie du dich gerade fühlst und du doch weißt, ich lebe aber in meinem Sweet Spot, weil ich bin in meinem Divine Design. Mein Divine Design ist das, was ich wirklich bin. Verändert sich dein ganzes Leben radikal. Und das ist das, was du lernst in der Divine Design Business und Leadership Akademie. Weil da lernst du, was Divine Design heißt. Und es heißt nicht Seele, es heißt so viel mehr wie Seele. Divine Design heißt, es gibt eine Version von dir, die ist absolut fehlerfrei. Es gibt eine Version von dir, die die Welt verändern kann. Es gibt eine Version von dir, die hierher gekommen ist, um all ihre Wünsche zu realisieren. Ohne Wenn und Aber. Ohne Bedingung, ohne Zusammenhänge, ohne Voraussetzung, sondern einfach jetzt in diesem goldenen Moment. Und diese Version von dir, dein Divine Design, wird dich immer leiden lassen? Scheinbar. Die Intention deines Divine Designs ist nicht, dass du leidest, sondern dass du erkennst, dass du leidest, weil du nicht dein Divine Design lebst. Deswegen wirst du immer leiden, deswegen wirst du immer Schmerzen haben, deswegen wirst du immer im Mangel sein. Das wird niemals aufhören. Wenn du nicht erkennst, was dein Divine Design für eine Version von dir ist. Wenn du diese Version nicht an den Start lässt, wenn du diese Version nicht ins Leben reinlässt, wirst du nie glücklich werden. Wirst du immer irgendwie rumkränkeln? Wirst du immer irgendwie so einen Hals haben? Wirst du immer ein bisschen angepisst sein? Werden dich die Geschehnisse der Welt beuteln? Werden sich die Nachrichten, werden dich krank machen? Dein Körper kriegt permanent die Message, es ist was nicht in Ordnung, es ist was nicht in Ordnung, es ist was nicht in Ordnung, es ist was nicht in Ordnung. Da draußen ist was nicht in Ordnung, mit den anderen ist was nicht in Ordnung, mit mir ist was nicht in Ordnung, mit meiner Gesundheit ist was nicht in Ordnung, mit meinem System, mit meinem System ist was nicht in Ordnung. Du wirst niemals, niemals aufhören können, zu glauben, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wenn du diese Prinzipien nicht erkennst, diese Unterschied, wenn du nicht erkennst und wenn dir das nicht klar ist, wie es geht, dass du hier als Mensch geboren bist, als Mensch brainwashed, manipuliert, kontrolliert, dir deine Psyche eingesetzt worden ist, ohne dass du es gemerkt hast und dir den Eindruck gegeben hat, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, nicht gut genug ist, dass du dich schützen musst, dass du in Gefahr bist, dass dein Leib und dein Leben in Gefahr ist und dass du die ganze Zeit aus diesen Gründen in diesem Flight- oder Fight-Modus, Flucht- oder
Kampfmodus lebst. Das ist Human Design. Da brauchst du aber nicht mitspielen in dieser Liga. Du kannst aussteigen, in dein Divine Design einsteigen, zu verstehen, wie diese Programmierungen laufen, zu verstehen, dass es dieses Divine Design für dich gibt, das nur auf dich wartet. Das wartet hier. Hallo, hallo, hallo. Und du bist hier unten und sagst, ja, aber ich kann nicht, weil mein Mann, der denkt so, der kann mich, der kann mich nicht verstehen. Es sind alles keine Gründe. Du kannst alles verändern. Du veränderst jeden Mensch. Dein ganzes Umfeld, deine ganze Welt verändert sich, wenn du in dein Divine Design gehst. Und wenn du es nicht glaubst, mir, frag die anderen, die sich hier geoutet haben, die es schon gesehen haben, die es schon erlebt haben, was alles möglich ist. Aber es ist nicht möglich, wenn du nur an der Oberfläche kratzt. Es ist nicht möglich, wenn du nicht tief, tief, tief in diesen Moloch dieser Programmierungen reinschaust. Es ist nicht möglich, wenn du es nicht tust, wenn du nicht die Arme hochkrempelst und wenn du da reintauchst und die Scheiße hochholst und sagst, es ist nicht mein Shit. Es ist Human Design Shit. Und ich will nicht mehr weiter hier arbeiten. Ich arbeite auf einer anderen Ebene. Ich arbeite auf der Ebene, auf der ich ganz schnelle, wunderbare, göttliche Ergebnisse bekomme, weil ich will so ein Leben. Ich will so ein Leben. Ich habe keine Lust mehr, da rumzuspielen im Gejammere, im Gemangle, im Gekranke, im Geangste. Schluss, Ende aus, Amen. Ich weiß, dass ich da nicht spielen muss und ich will da nicht mehr sein. Und da für diese Entscheidung alleine und für dieses Vorangehen alleine habe ich die höchste und die beste Versorgung in maximalem Reichtum, in maximaler Fülle, in maximalem Überfluss verdient, weil hier gibt es maximalen Überfluss. Dieses Universum, in dem wir leben, hat in Wahrheit maximalen Überfluss. Nur das, was du gelernt hast, ist in maximalem Mangel, ist in maximalen Unmöglichkeiten. Das ist nur dein Denken, das sind nur deine Überzeugungen, von denen du nicht mal weißt, dass sie aktiv sind. Aber erst wenn du dieses Zeug hochholst, wenn du es wirklich hochholst und ans Licht bringst, wie es so schön heißt, dann kannst du es transformieren. Du transformierst es. Es wird nicht automatisch transformiert. Du tust alles. Du machst alles. Du bist der Initiator des ganzen Lebens, das du hast. Du bist der Initiator deiner Gesundheit. Du bist der Initiator deines finanziellen Zustandes. Du bist der Initiator deines Seinszustandes als Frau, als Freundin, als Mutter, als Businessfrau, als Geldempfängerin. Du bist es alleine und du wirst es nicht machen können, wenn du nicht die Ärmel hochkrempelst und tief tauchst. Und nicht so, du musst nicht Angst haben vor dem Tieftauchen, da ist nichts Schlimmes. Da ist nur menschlicher Blabla-Scheiß, der zur Wahrheit geworden ist bei uns im Außen. Und deswegen müssen wir da innen rein eine neue Wahrheit einpflanzen, damit sie ausgepusht wird. Und warum bist du okay damit, dass andere Menschen scheinbar in der Fülle leben, dass andere Menschen scheinbar ein Leben haben, indem sie frei entscheiden können, wo sie leben, wie sie leben, was sie konsumieren, wo sie in Urlaub hinfahren und so weiter. Nur du nicht. Es liegt nicht daran, dass es nicht möglich ist. Es liegt nur daran, dass du hier noch in einem Denken gefangen bist, das dir nicht erlaubt, die Person zu sein, die frei ist. Und ich will dir nicht Geld verkaufen,
Ich will dir nicht Millionen verkaufen, ich will dir nicht sechsstellige Umsätze verkaufen, sondern ich will dir ein geiles Leben verkaufen. Ich will dir ein geniales Leben verkaufen. Das will ich. Und dann zusätzlich kommt dazu, dass du erkennst, dass nichts limitiert ist, auch nicht Geld, weil es hier drin in deiner Vorstellungswelt bedingungslos, ohne Zusammenhänge, einfach zu kreieren ist in jedem gegenwärtigen Moment. Nur sind wir leider so konditioniert, dass wir die meisten gegenwärtigen Momente in der Vergangenheit oder in irgendeiner beängstigenden Zukunft verbringen. Und da müssen wir raus, weil sonst wird die Vergangenheit in die Zukunft projiziert und die beängstigte Zukunft wird mit der Vergangenheit begründet. Und manche nennen das Trauma. Und wenn du da raus willst, musst du entscheiden, daraus zu wollen. Und du musst alles neu lernen. Deine ganzen Überzeugungen, all das, was du übers Leben glaubst, die komplette Lebensbereiche, alle Lebensbereiche. Und ich werde dir erklären, wie alles zusammenhängt an dir, dass du der einzige gemeinsame Nenner dieses Lebens da draußen bist. Und wenn du das verstehst, dann kann dich nichts und niemand auf dieser Welt mehr abbringen, das weiterzugeben, die Menschheit zu befreien, die Menschheit von ihrem kleinen, menschlichen, eingeschränkten Leben, wo sie glauben, dass Ressourcen und Möglichkeiten knapp und limitiert und an irgendeine Bedingung geknüpft sind. Wenn du selber erlebt hast, dass es nicht so ist, kannst du deinen Mund nicht mehr halten. Dann wirst du zum Weisen. Dann wirst du zum Lehrer, zur Lehrerin der Wahrhaftigkeit. Du kannst es nicht mehr für dich behalten. Du bist es dann einfach. Und wenn du dann gleichzeitig noch erkennst, dass das das höchste Gut ist, diese Wahrhaftigkeit, die du verkörperst, und dass dieses Gut entsprechend energetisch einen Ausgleich bekommen muss, auch finanziell, weil du viele Dinge neu siehst, neu gelernt hast, neu denkst, dann kannst du nicht mehr schweigen. Dann kannst du nicht mehr funktionieren, dann kannst du nicht mehr in deinem Human Design eine Begründung für deinen Charakter, für deine Art und Weise suchen, die dich dann endlich mal glauben lässt, dass du gut genug bist, weil dann bist du auf einem ganz anderen Level, weil du weißt, dass du in deinem Divine Design immer schon gut und perfekt warst und dass es einfach nur Denkmuster waren, die dich da festgehalten haben. Und wenn du das gelernt hast, wirst du so stolz auf dich sein und wirst rausgehen und wirst allen davon erzählen wollen. Das steht in der Bibel übrigens. Und all das, was ich dir lehre, das ist nochmal, es ist nichts Neues. Es ist nur so verpackt mit Erklärungen und Übungen, dass es bei dir in Resonanz geht und du sagst, oh mein Gott, natürlich, wie konnte ich das vergessen? Oh mein Gott, so funktioniert das Leben, ich habe es gewusst. Und dann ist es nicht, dass du etwas lernst, sondern dass du dich an etwas erinnerst. Und zwar an dein Divine Design und dass du lernst als Mensch dein menschliches Denken deinem Divine Design anzupassen und als dieser Mensch gewordene Gott hier ein Leben führst.
nach deinen Vorstellungen. Und die werden immer schöner und die werden immer besser. Und nachdem das Leben da draußen aus deiner Vorstellung geboren wird, wird, wenn du diesen Weg gehst, das Leben da draußen besser und schöner, so wie du es dir wünschst. Und jetzt sage mir einen Grund, warum es die Arbeit nicht wert ist. Jetzt sage mir einen Grund, warum es dieses Investment in Zeit und Geld nicht wert ist, wenn du es unendlichfach in all deinen Lebensbereichen zurückbekommst. Sag mir nur einen Grund. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Und du hast zwei Möglichkeiten. Irgendwann mal gehst du diese Reise. Früher oder später. Und weißt du, wenn du sie später gehst, dann gehst du sie spätestens am letzten Tage deines Lebens hier auf Erden. Spätestens dann wirst du katapultiert in dein Divine Design. Aber wäre es denn nicht schöner, du könntest jetzt schon anfangen, in deinem Divine Design hier über die Erde zu gehen und Erlebnisse zu sammeln. Für das hast du einen Körper bekommen. Für das hast du dich hier verkörpert, dass du geile Erlebnisse sammelst. Und diese ganze komische Geschichte von, die Seele hat sich das halt ausgesucht, dass ich hier leiden muss. Und wenn deine Seele tatsächlich dein Divine Design ist, dann ist sie perfekt, dann ist sie klar, dann ist sie wahrhaftig. Und dann hat sie sich nie irgendeinen Bullshit ausgedacht, weil diesen Bullshit hat sich dieses Human Design, dieses menschliche Denken ausgedacht und auch noch Bücher darüber geschrieben und Sachen in die Welt raus, immer wieder beschränktes Zeug und du bist so und das heißt so. Und wenn du da geboren bist, dann musst du so sein und zu dieser Uhrzeit und mit diesem Assistenten, das macht das und diesen Charakter aus. Dein Divine Design ist perfekt, so oder so. Und du wählst, wie du sein willst. Du wählst deinen Charakter. Oder glaubst du, dass deine ganzen Ängste, dass deine ganze Zurückhaltung irgendwo festgelegt ist? Das sind deine menschlichen, einprogrammierten Ansichten. Und dann gibt es aus dem Divine Design deine göttlichen, wahrhaftigen Ansichten. Und die sind die ganze Zeit hier so. Ein Kampf ohne Ende. Deine Göttlichkeit zeigt dir, du bist doch gut genug. Nein, bist du nicht. Du musst doch erst noch das und das lernen. Ja, aber schau doch mal die an. Wieso ist denn, du kannst doch so super sein. Du bist doch so wunderbar. Du ist alles in Ordnung. Nein, aber der hat gesagt, ich habe dann Fehler gemacht und ich war dann nicht aufmerksam genug. Du bist die ganze Zeit hier im Streit. Du kannst es nennen gut und böse. Aber ich nenne es nicht gut und böse. Ich nenne es beschränkt und frei. Ich nenne es alle dir vorstellbaren Möglichkeiten, unendliche Möglichkeiten. Ich nenne es bedingt, ich nenne es bedingungslos. Und das sind zwei Welten. Und deine Verkörperung kann sich ihre eigene Welt kreieren. Und sie tut es schon die ganze Zeit. Nur liegt es jetzt an dir, dass du das bewusst machst, dass du bewusst 100%ig einsteigst und diese Angst, die du hast, die dir das nicht zulässt, dass du dich wirklich in deiner ganzen Kraft und in deinem ganzen Schöpfersein, nicht nur Potenzial, sondern in deinem Schöpfersein zeigt, sind diese Geschichten. Diese Geschichten über dich und was andere mal gesagt haben und das mangelnde Verständnis davon,
dass diese Menschen da draußen von dir erschaffen worden sind und dir nur das widerspiegeln, was du in anderen Menschen siehst. Kein Kritiker da draußen, kein bösartiger Mensch da draußen ist da, weil er von alleine dorthin gekommen ist, sondern er ist da, weil du die Welt so siehst, weil du solche Menschen in dieser Welt siehst und weil du noch nicht gelernt hast, zwischen diesem Pushed-out im Außen und deiner reinen, klaren, unbeschränkten Vorstellung im Innen zu unterscheiden. Und viele, die hier sind und mich kennen wegen Dr. Joe Dispenza, die können es in den Meditationen. Aber sie sind noch nicht in dieser Verkörperung gelandet, dass sie nicht mehr nur in den Meditationen ihr Divine Design erkennen und kreieren können. Und das will ich von euch. Das will ich, dass ihr das immer besser und besser und besser lernt. Und ich bin auch nicht perfekt. Wir sind alle nicht perfekt. Wir werden nie diese hundertprozentige Göttlichkeit erleben, solange wir inkarniert sind, solange wir manifestiert sind. Aber diese Reise ist doch herrlich. Diese Reise ist so wunderschön. Und diese Reise ist eine Reise der Fülle, ist eine Reise des Glücks, ist eine Reise der Begeisterung, ist eine Erlebnisreise von so vielen unbekannten Dingen, die du erleben kannst. Und jetzt frage ich dich wieder, sag mir nochmal einen einzigen Grund, warum du diese Reise jetzt nicht begehen solltest. Ah, ich weiß, weil du kein Geld hast. Gut. Niemand hat Geld. Aber es gibt für jeden eine Möglichkeit. Und ich habe für jeden, der wollte, eine Möglichkeit gefunden, mitzureisen. Für jeden, der wirklich wollte. So. Und jetzt liegt es an dir, ob du jemand sein willst, der eine Möglichkeit findet, mitzureisen, oder ob du irgendwie noch darauf wartest, dass du endlich gut genug bist, um das Geld zu haben, um gut genug zu sein. Also, mein Angebot steht. Wir starten morgen um 20 Uhr. Wann der zweite Call ist, das werden wir ausmachen in der Gruppe, wann es für jeden passend ist. Du kannst morgen locker verpassen. Kommst halt nächstes Mal dazu oder nächsten Sonntag. Ist mir egal, mein Angebot steht. Aber wenn du kommst, dann gehst du. 4 Monate für dich. Nur für dich. Für dich, für dein geiles Leben und für dein geiles Business. Weil dein Business ist nur ein Pushed-Out von dir. Und ich kann dir kein geiles Business versprechen, wenn du in anderen Lebensbereichen nicht die geile Frau bist. Deswegen scheitern so viele, die irgendwelche Businessprogramme machen, die irgendwo in irgendein Versprechen einsteigen, weil sie nicht auf diesem Weg angeleitet worden sind, diese Transformation in diese geniale, wunderbare Divine Design Frau zu machen, für die sie gedacht sind. And that's it. Mehr habe ich nicht zu sagen. Und wenn du noch Fragen hast, stell sie mir hier. Stell sie mir her. Und ich weiß es einfach zu gut. Du kannst kein gutes Business haben,
wenn du irgendwo Baustellen hast. Sei es in einer Beziehung, zu deiner Familie, zu anderen Menschen. Wenn du da irgendwelche, jetzt nehme ich halt ein Wort, fällt mir kein besseres ein, Ressentiments hast oder angepisst bist, das muss bearbeitet werden. Es muss bearbeitet werden. Das sind diese Geschichten, diese Energien, die dir nicht erlauben, da zu sein und da zu leben, wo du leben willst. Und wenn du mir da vertraust und sagst, meine Güte, das ist doch eigentlich das, was ich schon lange suche, weil ich bin schon so lange auf der Suche und ich habe immer wieder das Richtige gesucht. Glaube mir, das ist das Richtige, das ist die einzige Wahrheit. Dieses Divine Design Reise und dieser Seelenansatz, der hat gute Ansätze. Seelengeführtes Business. Aber trotzdem, wenn wir die Seele mit der Psyche verwechseln, dann sind wir wieder mal aus dem Holzweg. Denn die Psyche ist nicht die Seele. Und die Seele hat keine Psyche, aber wir als Mensch stülpen unserer Seele ein menschliches Denken über. Nur so können Menschen auf die Idee kommen, say ja, hey, huf, 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 komm mal daher. So. Nur so können Menschen auf die Idee kommen, dass die Seele ein Problem hat oder dass die Seele sich einen Weg ausgesucht hat des Leidens oder der Enge oder der Armut. Aber es gibt keine Seele mit einer Psyche. Psyche und der ganze Zeug, das ist Menschenzeug. Und das ist eingeschränkt. Und solange es eingeschränkt ist und solange es eine Bedingung hat, ist es nicht von höchster Energie, von reinster Energie, von klarster Energie, von reinster Schwingung, von reinster Perfektion. Und das müssen wir da oben reinkriegen. Und dann geht es in den Körper. Und dann strahlt es sich aus. Und dann hast du den Magnetismus, den du dir wünschst, für ein geiles Leben in der Fülle. Aber nicht Hokuspokus, Fidibus oder was weiß ich nicht, weil ich so toll bin und so ein cooler Coach. Nein, weil du die Arbeit machst, weil du tief gehst, alles rausholst, transformierst, weil du es tust. Und weil du irgendwas auswendig lernst, nicht weil du Mantren sprichst, nicht weil du Om Shanti bist, nicht weil du einen spirituellen Namen bekommst, sondern weil du einfach lernst, genau das zu verkörpern, für das du hierher gekommen bist. Herzholzweg, genau. Es gibt so viele Holzwege, auf denen wir so viele Zeit verschwenden. Und der Herzholzweg ist einer. Und ein anderer, das ist der Holzweg, dass wenn ich Gott bin, dass ich Human Design lieben muss. Muss ich aber nicht. Wenn ich Gott bin, gibt es kein Human Design. Und deswegen muss ich es auch nicht lieben. Deswegen muss ich dieses ganze eingeschränkte, ängstliche, unterdrückte nicht lieben, sondern wenn ich Gott bin, dann gibt es das in meiner Welt überhaupt nicht. Also transformiere ich das aus der höchsten Perspektive. Und es sind so viele Sachen, das sind so viele Holzwege, danke Gabi, die aufgedeckt gehören. Sonst laufen wir da runter und denken uns die ganze Zeit noch, ich liebe nicht genug, mein Herz ist nicht offen, mein Herz ist verschlossen. All das, was dir eingetrichtert worden ist, nur weil du Human Design Bullshit nicht liebst. Weil dir niemand gesagt hat, dass du es nicht lieben musst, sondern dass du es anschauen kannst und transformierst. Das ist doch anders. Das ist doch anders. Und so passiert Wandlung.
Und jetzt gebe ich dir noch ein Nugget zum Abschluss. Wenn du Ho'oponopono kennst und diese vier Sätze kennst: Es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke. Und du noch nichts mit diesen Sätzen anfangen konntest, sage ich es dir jetzt. Es tut mir leid, dass ich geglaubt habe, dass dieses ganze Human Design Zeugs und dieses menschliche eingeschränkte Denken und dieses unterdrückte Denken, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass das die Wahrheit ist. Bitte verzeih mir. Blödsinn, alles weg, neutralisiert. Ich liebe dich. Ich liebe dich heißt nicht, ich liebe dich. Ich liebe dich heißt, ich will jetzt alles aus dem höchsten Divine Design, aus der höchsten Energie, die fehlerfrei, perfekt, wunderbar ist, so dass ich lieben kann. Aber ich muss nicht den Scheiß lieben, sondern ich liebe die Divine Version. Ich liebe Divine. Ich liebe mein Divine Design. Ich liebe das Divine Design der anderen Menschen. Ich liebe das Divine Design von unserer Welt. Das heißt, ich liebe dich. Danke. Heißt, wow, jetzt habe ich es transformiert. Das weiß keiner. Und tausend solche Nuggets kann ich dir schenken und geben, dass du endlich machst, ach Gott, das wollten diese ganzen Methoden und Ansätze und spirituellen Geschichten und Vorgaben. Das wollten die ausdrücken. Wieso hat es mir keiner gesagt? Es gibt so viel Erlösung für dich. Es gibt so viel Klarheit für dich. Dein Suchen wird ein Ende haben. Glaub mir einfach. Und investiere diese 4 Monate. Das ist das, was ich dir von ganzem Herzen anbieten kann. Und das ist das, wofür ich brenne. Weil ich will, dass du deine Wünsche lebst. Weil ich weiß, dass deine Wünsche sind Versprechen. Weil ich das weiß. Ich kann dir keinen Humbug andrehen. Ich kann dir nicht irgendwas erzählen, was dich zum Kaufen bringt. Ich kann dir nur die Wahrheit sagen und entweder resoniert sie mit dir und du sagst, ja, I do it, oder es ist halt jetzt doch nicht für dich. Aber wenn es für dich ist, dann weiß ich, dass ich es dir möglich machen kann. Ich weiß das. Also, bis morgen 7 Uhr habe ich Zeit, wenn du mir dieses Video machst, was ich gepostet habe, was ich gesagt habe. Wenn du mir dieses Video machst, warum du unbedingt dabei sein willst, warum, welche Art und Weise der Zahlung du dir ermöglichen kannst, kriegst du den Vorzugspreis nochmal von 9.500 Euro für diese 4 Monate, wo du drüber lachst, wo du einfach sagst, wow, was ich früher an Nahrungsmittelergänzungen, an Meditations-CDs, an Büchern, an einzelnen Heilsessions gezahlt habe. Und jetzt kriege ich so ein geiles Package, das mein ganzes Leben transformiert und mich auch noch da nachher in die Möglichkeit bringt, hier tatsächlich zu wirken, so wie ich schon immer wirken wollte, als Heilerin, als Transformatorin, als Initiatorin der höchsten, besten, schönsten Idee und Version für alle Menschen. Als Empowerment Coach, nenn es, wie du es willst. Aber das willst du, deswegen streitest du dich die ganze Zeit mit Leuten. Deswegen wirst du aggressiv, deswegen wirst du ablehnend, weil du das, was du da draußen siehst, nicht willst. Und ich gebe dir die Tools und die Möglichkeiten, das nicht mehr akzeptieren zu müssen und nicht mehr einen Hals haben zu müssen, dich nicht mehr ärgern zu müssen, nicht mehr schlaflose Nächte haben zu müssen, nicht mehr schlechte Gedanken haben zu müssen, nicht mehr das Gefühl haben zu müssen, du bist irgendwie verflucht. Was kann es dir wert sein?
Für mich bestes Investment ever. Beste Reise ever. Und du wirst es hier in der Gruppe sehen. Wir werden hier teilen. Wir werden hier teilen. Wir werden Ergebnisse teilen. Und den Weg, den jede für sich selbst gefunden hat, den kannst du nicht kopieren, sondern den musst du selber finden. Deinen eigenen Weg, deine eigene Denke, sogar es geht bis zu den eigenen Worten, weil es alles so deins ist. Okidoki, ihr Lieben. Ja, Gabi, gell? Ich könnte ja mal wieder 100 Stunden weiterreden. Wie kannst du immer reden? Wie weißt du immer, was zu sagen ist? Ich weiß das nicht. Mein kleines Erbsenhirn weiß das nicht. Aber meine Anbindung an die Divine Design Wahrheit, die weiß das. Und ich schiebe, ich weiß, dass dieses Divine Design die einzige Wahrheit ist, dass ich da nichts falsch machen kann. Ich kann nichts Falsches sagen, ich kann nichts Falsches behaupten, ich kann nichts Falsches coachen, ich kann keinen falschen Ratschlag geben, weil ich nicht aus dem Human Design heraus meine Rückschlüsse ziehe, weil ich daraus nicht meine Ratschläge ziehe, sondern weil es die höchste Idee ist, die ich gelernt habe zu sehen, zu hören, zu spüren, zu wissen. That's it. Keine Zauberei. Null. Es ist einfach so, wie das Leben ist. Es ist so, das Leben ist so. Und ob du es bewusst machst oder nicht, du machst es. Du kannst nicht stoppen. Du kannst nicht stoppen. Also machst du es so, wie es dir gefällt. Und es wird so schön. Es wird so schön. Ich liebe es, ich weiß, ich habe heute schon daran gedacht. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. So ging es mir gestern im Hundecoaching auch. Ja, und die Gabi kommt auch mit ins Businessprogramm. Sie hat sich so gewünscht, sie hat sich so gewünscht. Und jetzt macht sie schon Business, bevor sie im Businessprogramm war. Und warum? Weil sie in Ägypten war. Und weil ich ihr diese ganzen verdammten Holzwege aufgeräumt habe mit ihr zusammen. Und jetzt gibt sie das schon weiter, was sie bei mir gelernt hat. Und das wünsche ich mir so, so fest. Dass du deine Version, dein Divine Design einfach entpuppst und lebst. Und es muss nicht, du musst mir nichts abgeben, du musst mir keine Tantiemen zahlen, du musst meinen Namen nicht erwähnen, sondern du machst dein Ding draus und schreibst deinen Namen drauf. So muss es doch sein, oder? Weil ich bin ja nicht diejenige, die es erfunden hat. Ich bin nur diejenige, die es kapiert hat, die es zusammengesetzt hat und die es dir so erklärt, dass es dich wieder dran erinnert. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Arbeit, das ist meine Leistung und dafür werde ich bezahlt. So einfach ist es. Und so gerne bezahlt. Ich werde so gerne bezahlt. Ich kriege so gerne das Geld. Ja? Und warum? Weil ich es so haben will. Weil ich es so haben will. Also, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. So schön, dass ihr da wart. So schön, dass ihr euch nochmal inspirieren lässt. Geht jetzt mal in euch. Und ich werde keine wegschicken, die 100% überzeugt ist. Aber es ist ja wohl nicht so viel verlangt, hier ein Video zu machen, mir deine Überzeugung sprudeln zu lassen und mir zu sagen, wie du es bezahlen kannst. Ist doch einfach, oder? Hast du schon mal so ein einfaches Angebot bekommen? Ich glaube an mich, wenn du so weit gehst, dass du mir dieses Video schickst,
und dass du mir sagst, du willst, dann werde ich mit dir schauen, wie du es bezahlen kannst. Auf jeden Fall. Aber wie soll ich denn an dich glauben, wenn du nicht mal selber an dich glaubst? Ich bin da, um an dich zu glauben. Die ganze Reise, wenn du vergisst, wer du bist und was du willst, bin ich immer noch da und weiß es für dich mit. Und das mache ich genau so lange, solange du mir den Auftrag gibst, dass ich das für dich tue. Und ich mache es von Herzen gerne. Ich mache es von Herzen gerne, weil ich weiß, und ich sage es nochmal, dass jeder Wunsch, den du hast, ein Versprechen ist. Es ist nicht ein Folterinstrument oder eine Qual, sondern es ist ein Versprechen, dass es für dich möglich ist. Und ich verspreche dir, dass ich dir den Weg zeige. Was brauchst du noch? Du hast so viel schon gemacht. Du hast so viel schon versucht. Du hast vielleicht auch schon so viel investiert. Vielleicht auch schon so viel Geld in Versprechen. Aber bei mir, ich verspreche dir nichts. Ich verspreche dir nur, dass ich dir zeige, wie du es machst. Und zwar nicht, wie ich es mache, sondern dass ich dir zeige, wie du rausfindest, wie es für dich gemacht gehört, sodass es dir entspricht. Und das ist mir wichtig, weil ich stülpe dir nichts über. Ich sage dir nicht, schau, so habe ich es gemacht, so geht's. Sondern ich zeige dir das Prinzip, das dahinter steckt und was ich aus dem Prinzip gemacht habe. Und die anderen, die zeigen dir, wie sie es gemacht haben. Und du zeigst den anderen, wie du es gemacht hast. Und so geht Inspiration, so ist der Austausch in unserer Facebook-Gruppe. Und da gibt es kein richtig und falsch, sondern es gibt ein Prinzip. So funktioniert Schöpfung. Aus uns, aus unserer Vorstellung heraus, outgepresst, rausgepresst, nach außen. Das funktioniert einfach so. Und wie du deine Vorstellungskraft handelst, deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen, das lernst du für dich auf deine Art und Weise. Und dann weißt du es, dann wirst du es nie vergessen, weil es ist dein Ding. Wie kannst du dein Ding vergessen? Wie kannst du vergessen, was du gerne hast? Wie kannst du vergessen, was dir entspricht? Wie kannst du deine Werte vergessen? Wie kannst du vergessen, was dir wichtig ist? Das kannst du nicht mehr vergessen. Aber wenn ich dir was überstülpe, dann hast du es sofort wieder vergessen. Und das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt von meinem Coaching. Ich will, dass du deins findest und es zeigst und es austauscht und Videos machst und sprichst drüber, es erklärst und während du es erklärst, erklärst du es dir nochmal. Es ist eine Arbeit mit dir selber. Und wir und ich als Coach und die anderen Teilnehmerinnen, die dienen nur dabei, dich in diesem Raum, in diesem Rahmen zu halten, wo du diese Arbeit tun kannst. Es ist dein Business, es ist deine Angelegenheit, es ist dein Leben, es sind deine Ansichten und es ist alles immer nur du. Das ist so frei. Das ist so, so frei. Mua. Tschüss.